Die Post ist da! Neue Sonderangebote und Aktionen gibt es auch wieder in den kommenden 4 Wochen. Achten Sie einfach auf das gelbe Apotheke Alte Post Prospekt in Ihrem Briefkasten. Übrigens können Sie ab sofort mit der App Meine Apotheke ganz einfach bei uns bestellen. Probieren Sie es aus! Bleiben Sie schön gesund oder werden Sie es. Ihre Apotheke Alte Post in Marienberg. Der Fernsehgottesdienst heute Morgen um 10 Uhr oder um 18.30 Uhr hat Sie hoffentlich schon in eine vorösterliche Stimmung versetzt. Denn für die Kirche stehen die höchsten Feiertage bevor und für viele Menschen ein langes Wochenende, wer denn nicht arbeiten muss. Dem Fest und den freien Tagen angemessene Themen haben wir für Sie heute zusammengestellt. Und damit begrüße ich Sie zu Ihrer täglichen Dosis Information im Mittelerzgebirgsfernsehen. Wir steigen ein in einen neuen Monat, in das 2. Quartal diesen Jahres. Heute ist Donnerstag, Gründonnerstag, der 1. April 2021. Und hier ist Megional mit Nachrichten aus unserer Region und für unsere Region. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und Glück auf. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir beginnen unsere Sendung heute mit der Zahl der Woche, die natürlich passend zu Ostern was mit dem Fruchtbarkeitssymbol Ei zu tun hat. Fabian Kröer, bitte. Jede Legehenne in Deutschland legte im Jahr 2020 im Schnitt 301 Eier. Ohne die fleißigen Hühner wäre der Hase an Ostern wohl arbeitslos. Im Jahr 2020 haben 42,9 Millionen Legehennen in Deutschland 12,9 Milliarden Eier gelegt. Im Schnitt legte jedes Huhn somit 301 Eier im Jahr, wie das Statistische Bundesamt Destatis mitteilt. Während ein Biohuhn im Durchschnitt fast 293 Eier pro Jahr legte, kamen Hühner in der Käfighaltung auf fast 310 Eier pro Jahr und Tier. Umgerechnet auf die Bevölkerung in Deutschland reichte die Legeleistung der Hennen aus, um jede Person mit 155 Konsumeiern aus heimischer Erzeugung zu versorgen. Um den Pro-Kopf-Verbrauch von aktuell 239 Eiern zu decken, wurden 2020 noch weitere 5,9 Milliarden frische Eier importiert, 3/4 davon aus den Niederlanden. Vom Ei und den Hühnern kommen wir jetzt zu dem Eigentlichen, weshalb wir uns immer über ein langes Wochenende im Frühjahr freuen können. Beim Blick ins Archiv sind wir auf einen Beitrag aus dem Jahr 1996 gestoßen, der aber in jedem Jahr gesendet werden könnte. Deshalb zeigen wir Ihnen heute in Megional den Ostergruß von Dr. Martin Klaus Wappler, dem ehemaligen Pfarrer in Olbernhau. Seien Sie herzlich gegrüßt, liebe Zuschauer aus der Olbernhauer Stadtkirche. Eine Sendung zum Osterfest soll es werden. Wahrscheinlich merken Sie aber auch zu Hause auf Ihren Bildschirmen, dass es so ganz festlich noch nicht aussieht. Es sind noch keine Blumen auf dem Altar, keine Kerzen, es steht noch einiges herum. Das hat seinen Grund. Wir sind ja heute noch eine Woche vor Karfreitag. Und wir haben in diesen Tagen vor Ostern versucht, noch möglichst viel zu erledigen. Und deswegen ist es heute noch nicht so festlich, wie Sie es dann am Ostersonntag erleben werden, zum Gottesdienst 9:30 Uhr, wenn dann hier die Gemeinde zum Gottesdienst sich wieder trifft. Oder auch schon am Karfreitag. Ein Wort zum Osterfest. Was bedeutet Ostern? Goethes Osterspaziergang, vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Ja, ich würde mich schon freuen mit Ihnen, wenn wir Ostern spazieren gehen könnten.
wenn der holde Blick des Frühlings wirklich endlich Eis und Kälte vertreiben würde. Was bedeutet Ostern für andere? Ostereier, Schokoladen-Osterhasen, Eiersuchen draußen im Grünen, nicht schlecht. Ich denke, wir sollten uns überhaupt viel mehr Zeit nehmen für unsere Familie, für die Kinder. Wir sollten die Tradition des Ostereier-Versteckens und Suchens ruhig wieder zu Leben erwecken. Aber Ostern ist das alles ja wohl noch nicht. Es müsste ja wohl noch etwas mehr sein. Etwas, was mit unserem Leben zu tun hat. Etwas, was bleibt über die Feiertage hinweg. Tja, was ist Ostern? Nach den Berichten der Bibel bedeutet Ostern, Jesus Christus, der Gekreuzigte, ist von den Toten auferweckt worden. Jesus Christus, der Gekreuzigte. Wir haben in unserer Kirche eine sehr schöne alte Schnitzarbeit, Jesus am Kreuz. Dieses Bild erinnert uns daran, da lebte einmal ein Mann auf dieser Erde, Jesus aus Nazareth, den die Machthaber seiner Zeit unbedingt weghaben wollten. Er war in seiner Liebe zu seinen Mitmenschen zu weit gegangen. Und deswegen störte er. Deswegen musste er verschwinden. Deswegen Karfreitag und das Kreuz, ein Außenseiter, der die Liebe zu weit getrieben hatte, der aus dieser Welt hinausgestoßen wurde. Und diesen Jesus, sagen die Berichte der Bibel, hat Gott am dritten Tage, das heißt also am Ostersonntag früh, von den Toten auferweckt. Eine so große Botschaft, dass wir sie so einfach nicht verstehen können. Was das heißt, wie das sich vorstellen lässt, welche Tragweite das hat, das kann man mit ein paar Worten nicht sagen. Und wenn wir ehrlich sein wollen, die wenigsten von uns haben es eigentlich verstanden. Ostern, nicht irgendwelche Lehrsätze, über die man sich streitet, nicht irgendetwas behaupten, was man nicht beweisen kann, sondern erfahren und erfahrbar machen, dass Gott nicht zu Ende ist, wenn es nach unseren Maßstäben aussieht, als wäre alles vorbei. Dass Gott wieder anfangen kann in unserem Leben. Sehen Sie, wie das aussehen könnte? Tja, man müsste einmal überlegen, wenn jemand spürt, hier ist etwas in diesen alten Berichten vom Leiden und Auferstehen Jesu, was mich in irgendeiner Weise betrifft, was mich ansprechen will. Hier ist etwas, was mich aufrufen will zum Weg der Freiheit. Das könnte der Anfang von Ostern für uns sein. Und wenn jemand daraufhin den Mut hat, neu mit dem Leben zu beginnen, nicht mehr immer den alten Klischees folgen, nicht das reden, was andere reden und nachmachen, was andere machen, sondern wenn Menschen den Mut haben, über Leben nachzudenken und im Vertrauen auf den auferstandenen Jesus bewusst zu leben, bewusst ihr Leben gestalten, bewusst unsere Gesellschaft mitgestalten, eintreten für Wahrheit und Liebe, Auferstehen zum Leben. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas mit Ostern zu tun hat. Und eine solche Auferstehung wünsche ich Ihnen allen, liebe Zuschauer, von Herzen. Ich wünsche Ihnen ein wirklich frohes, hoffentlich auch vom Wetter her etwas schöneres Osterfest und gesegnete Feiertage und einen gesegneten Anfang mit der Auferstehung zu ihrem Leben.
In dieser Woche haben wir Ihnen Empfehlungen nach Hause geliefert, wo man sich im erlaubten Kreis mit Abstand mal im Freien hinbewegen kann. Heute möchten wir das gern fortsetzen. In der Umgebung von Zwönitz haben unsere Kollegen vom Kabeljournal eine Anhöhe ausfindig gemacht, von der man mit Abstand weit blicken kann. Eine Bank und ihr Blick. Zwei Bänke flankieren auf dem Zwönitzer Ziegenberg einen Brunnen. Von hier liegt einem die Stadt zu Füßen. Die besondere Aufmerksamkeit richtet sich aber auf die Anlage, die der Erzgebirgszweigverein Zwönitz mit einer Hinweistafel versehen hat. So erfährt der Wanderer, dass hier an der Flurgrenze zu Kühnheide schon zu Zeiten, da Zwönitz noch zum Amt Grünhain gehörte, die alte Gerichtsstätte, ein Galgen stand. Nicht weit davon entfernt befand sich der sogenannte Arme-Sünder-Brunnen. Der Überlieferung nach nahmen hier die zum Tode Verurteilten ihren letzten Trunk. Die Reste des Brunnens waren um 1960 im Zuge der landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen entfernt worden. Der heutige Brunnen stammt aus dem Jahr 1995. Da war die heimatkundlich wertvolle Anlage wieder aufgebaut worden. Verbunden mit der alten Gerichtsstätte ist auch die alte Zwönitzer Sage vom Reiter ohne Kopf. Doch das ist schon die nächste Geschichte. Nach den Empfehlungen für die Bewegung an der frischen Luft wird es vor dem Wetter nochmal ernst. Denn wir schlagen jetzt die Polizeimappe auf. Olbernhau. Drei Verletzte bei Crash zwischen Zweiradfahrern. Ein 85-Jähriger fuhr am 30. März mit einem E-Bike von der Straße an der Natschung nach links in die Grüntaler Straße. Dabei kollidierte er mit einem dort fahrenden, bevorrechtigten Kleinkraftrad Simson und dessen 16-jährigen Fahrer. Der 16-Jährige und seine Sozia im Alter von 14 Jahren kamen ebenso wie der Fahrradfahrer zu Sturz. Der 85-Jährige und der Gradfahrer wurden nach bisherigen Erkenntnissen leicht, die 14-Jährige schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 600 Euro. Ein langes Wochenende für die, die nicht arbeiten müssen, lädt trotz aller Einschränkungen zu unterschiedlichsten Aktivitäten mit Abstand im Freien ein. Es fehlt nur noch das passende schöne Wetter dazu. Und das verrät uns Tobias Körner hoffentlich gleich. Zuvor dürfen Sie sich noch auf österliche Bilder des Tages freuen. Liebe Zuschauer, hallo Thorsten, hier ist wieder das Regionalwetter, wieder oben vom Kamm. Ja, in den kommenden Tagen erwartet uns Sonne satt und Temperaturen bis 30 Grad Celsius. April, April. Die Realität sieht leider etwas anders aus, aber wir hatten auch schon kühlere Ostern. Heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel bedeckt und von den Sternen und dem abnehmenden Mond ist nichts zu sehen.
Wegen der vielen dicken Wolken kann es auch ab und zu mal tröpfeln. Das Niederschlagsrisiko liegt bei 80%. Aufgrund der Temperaturen bleibt der Aggregatzustand aber flüssig. In der Stadt der Sieben Täler in Olbernhau zeigen die Thermometer zwischen 1 und 7 Grad an. In Marienberg-Dörfel am Funkhaus gibt es 2 bis 6 Grad und in der MZ-Stadt Schopau am Gräbel werden Nachtwerte von 3 bis 7 Grad erreicht. Der Wind weht dabei leicht mit um die 14 km pro Stunde aus Nordwesten. Morgen am Karfreitag geht es los mit den Restwolken aus der Nacht. Aber bereits in den Vormittagsstunden lockert die Wolkendecke auf, der Himmel zeigt sich leicht bewölkt und auch die Sonne spielt dann wieder mit. Bis zum Abend bleibt das so, sodass die Sonne am Ende des Tages bis zu 6 Arbeitsstunden abrechnen kann. In den Nachtstunden ist es wolkig und es kann sogar schneien. Die Temperaturen sind dafür ursächlich. Im Kurzeifen am Fuße des Schwartenbergs gibt es 1 bis 6 Grad. In Schönbrunn am Ambrosgut zeigt das Thermometer zwischen 2 und 7 Grad an. Und selbst in Waldkirchen unten am Bahnhof kommt das Quecksilber nicht über 2 bis 8 Grad hinaus. Der Wind weht in frischen Böen mit bis zu 44 km pro Stunde aus Nordwesten. Und so geht's die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was da noch kommt. Und das ist logischerweise der Samstag. Der Ostersamstag zeigt sich erst wolkig, später dann leicht bewölkt mit 2 bis 7 Grad. Bleibt es relativ frisch und der Wind weht in kräftigen Böen aus Nordwesten. Zum Osterspaziergang sollte eine wärmende Jacke am Sonntag auf jeden Fall mit dazugehören. Der Himmel ist zwar leicht bewölkt mit viel Sonne, trotzdem gibt es nur minus 2 bis maximal 9 Grad bei einem leichten Wind aus Westen. Ja, und wie das dann in der kommenden Woche so weitergeht, ob der Frühling dann richtig mit Macht zurückkehrt, das beäugen wir dann ab Dienstag hier an dieser Stelle. Das war's nämlich erstmal hier vom Regionalwetter oben vom Kamm. Liebe Zuschauer, Ihnen wünsche ich ein schönes Osterfest und euch, liebe Kollegen, einen schönen Feierabend. Kehren, wischen, raus. Vielen Dank, Tobias, und dir natürlich auch ein schönes, langes Wochenende und frohe Ostern. Liebe Zuschauer, und damit ist unsere Sendezeit für heute schon fast wieder zu Ende. Das war die Regionalausgabe für den Donnerstag, den Gründonnerstag. Haben Sie heute nicht rechtzeitig einschalten können, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in unsere Mediathek auf der Homepage. Unter den Internetadressen www.mef-line.de oder www.glückauf.tv finden Sie sowohl unseren Livestream als auch Sendungen und Beiträge rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. Und zum Schluss möchte ich noch auf Sendungen in unserem Osterprogramm gern hinweisen. Die einzelnen Sendezeiten finden Sie in der Bildschirmzeitung, im Videotext und auf der Homepage. Am morgigen Karfreitag zeigen wir Ihnen um 10 Uhr und 18.30 Uhr einen Fernsehgottesdienst mit Pfarrerin Mandy Mehlhorn und Priester Klaus-Michael Tschöpe aus der katholischen Kirche in Olbernhau. Eine Aufzeichnung aus dem vergangenen Jahr. Ab Karsamstag sehen Sie zu den gewohnten Sendezeiten eine neue Ausgabe unseres Wochenrückblickes, natürlich auch ganz im Zeichen von Ostern und Frühling. Eine Sendung mit Steffen Kind und dem Gitarrenvirtuosen Vincente Patis finden Sie zusätzlich an diesem Wochenende in unserem Programm. Und am Ostersonntag und Ostermontag strahlen wir jeweils um 10 Uhr und 18.30 Uhr einen Fernsehgottesdienst aus, der an drei Orten produziert wurde. Der Stadtkirche Marienberg, auf dem Friedhof in Marienberg sowie in der Dorfkirche in Satzung. Es predigt Pfarrer Volkmar Freier. Am Karfreitag, also morgen, und am Ostermontag gibt es keine Regionalausgabe. Wir sind erst am Dienstag, dem 6. April, wieder für Sie da. Und wenn dann nichts dazwischen kommt, erwartet Sie hier an dieser Stelle wieder mein Kollege Tobias Körner. Ich verabschiede mich von Ihnen für heute und für diese Woche. Das gesamte MEF-Team wünscht frohe und gesegnete Ostern. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiedersehen und bis bald. Thank you.
Die Post ist da! Neue Sonderangebote und Aktionen gibt es auch wieder in den kommenden 4 Wochen. Achten Sie einfach auf das gelbe Apotheke Alte Postprospekt in Ihrem Briefkasten. Übrigens können Sie ab sofort mit der App Meine Apotheke ganz einfach bei uns bestellen. Probieren Sie es aus! Bleiben Sie schön gesund oder werden Sie es? Ihre Apotheke Alte Post in Marienberg.